Das für dich auf. Ja. Jetzt müsste es eigentlich laufen. Wenn du dir das merken kannst, es ist halt ein Wort. Ich kann mir das schon merken, aber dann kann ich es nochmal nachvollziehen besser. Mhm. Dann schauen wir mal, ob wir das nachvollziehen können. Das ist so eine kleine Radix, wenn ich immer wieder sage, das ist jedes einzelne Wort, aber wenn du mindestens ein 400-Seiten-Buch draus machst, du kommst aber aus dem Kontext nie raus. Das heißt, das alleine schon, erst wenn das einer überprüft, wird er feststellen, dass die Sprache nichts ist, was rein zufällig aus unartikulierten Tierlauten im Laufe von vielen, vielen Jahrtausenden entstanden ist. Das ist alles ein Blödsinn. Du weißt, ich sage immer wieder, ich zeige dir in der hebräischen Tora, dass die ganzen physikalischen Formen der Physikbücher drinstehen. Und zwar nicht irgendwie wischiwaschi, sondern du kannst es wirklich zig Stellen nach dem Komma berechnen. Mhm. Und da wirst du dann feststellen, auf eine Art und Weise, dass das wundervoll wird. Und ich mache jetzt nur mal das Wort hier und das Wort hier. Ich habe auch immer gerne das Wort Wahl, die Zahl, die Wahl, wenn man diese drei Radixen hat, der Rand, der Sand, das Land, dann haben wir unser AND. Und AND ist ja, siehst du, jetzt hängt die Leitung wieder ganz leicht, ist dieses Auf- und Abschwingen. Und jetzt schauen wir uns mal nur das Wort hier an und da haben wir auch das Tier. Du wirst jetzt feststellen, dass ich letzten Endes eigentlich nur, wenn wir das von rück immer spiegeln, von hinten nach vorne lesen, haben wir einmal Reiha, das ist es hier, und das Tier haben wir Reit. Und jetzt wissen wir, dass das He ist ja, wenn wir es blau lesen, eine Wahrnehmung und das T als 9 gelesen ist eine Spiegelung und Rei ist das hebräische Wort für Spiegel. Als Einzelbuchstaben gelesen, Rai heißt der Kopf des Schöpfergottes. Das erkläre ich immer tausendfach, wenn ich es so mache. Ja. Und dann haben wir, wenn wir das jetzt Reittier, jetzt kommst du schon zu dem Jesus, Reittier, diese Spiegelungen findest du in Holofeeling. Und wir schauen uns jetzt nur mal in dem Hier und in dem Dir zuerst einmal als Zeichen dieses IER an, beziehungsweise REI. Und da übertrage ich ganz kurz den Bildschirm. Wir wollen jetzt da kein großes Selbstgespräch machen, das ist bloß zwischendurch. Und da springe ich jetzt ganz kurz einmal rein. Und schau, wenn ich jetzt, da habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, da muss man sich jetzt auskennen. Das I ist klar, das ist das I. Und wir machen einmal hier das LF, IER. Das wäre jetzt praktisch IER. Gespiegelt ist es Rei, wenn wir es rückwärts lesen, dann hast du das Schauspiel und den Spiegel. Das ist das Sehen, du fängst zu sehen an. Als Einzelsymbolik ist dieses Resch, der Buchstabe Resch ist der Kopf. Beziehungsweise Rosch ausgesprochen und dann hast du den Schöpfergott. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, so nenne ich das immer. Und wenn wir das jetzt spiegeln, Eingabe spiegeln, dann haben wir plötzlich im Fluss die Flussarme in Kanal in Strom. Sag dir im ersten Moment nicht, Film, wir haben jetzt das nur gespiegelt, aber jetzt wird es interessant. Jetzt musst du diese Worte hebraisieren. Ja. Und dann wirst du feststellen, wir machen FL, ist klar, das ist BL. Das U schmeißen wir erst einmal raus. Immer zuerst einmal die Konsonante Radix U ist ja auch ein Vokal. Ja. Schau. Und dann machen wir jetzt einfach PL. Die schauen wir uns die, das ist das FL. Ja. Dann kriegst du zuerst einmal hier als Einzelbuchstabe, gibt es das nicht? Die müssen wir jetzt aber genauer anschauen. Das ist dein persönlich limitiertes Licht. Das ist ein Wissen von etwas und es ist immer das blaue Licht, das irgendwas in Erscheinung tritt oder die Weisheit in dir, ich sage immer die Lampe im Projektor. Und jetzt brauchen wir noch ein S. Und wir machen mal das S einfach FLS. Mhm. So, und jetzt wird schon interessant. Du kriegst jetzt hier zum einen eine Waage. Das ist das hebräische Wort. Und das heißt auch einen Weg bahnen, aber auch ebnen. Mhm. Und du merkst jetzt schon, dass das irgendwie zusammenhängt. Wenn du, machen wir mal das kleine Bild, wenn die Waage schwingt, ja immer hell, dunkel, krank, gesund, einatmen, ausatmen, aber wir wollen das ja in Balance bringen, dass du irgendwann einmal erkennst, dass die zwei Seiten untrennbar zusammengehören. Jetzt schaue ich hier, ganz was interessant ist, wir lassen das einmal Maschinen übersetzen, was hier Google dazu sagt. Das ist auch schwierig, merkst du das? Wir müssen das ausgleichen. Ich sage, du musst immer in Balance sein. Und was ich dir jetzt erzähle, ist kein Zufall. Ja. Da musst du das ganze Ebenen. Interessant, diese Radix, wenn wir die jetzt im Dennach nachschauen, du weißt, das ist die Übersetzung der Zachluria-Akademie. Das heißt, bahne dir einen Weg, lass etwas einen freien Lauf. Ich sage, lass das Leben laufen. Das Leben ist wie das Wetter. Ja. Du hast keinen Einfluss auf das Wetter.
Und ob die Sonne scheint oder regnet, der Bauer sagt, ich brauche beides. Er wird nicht sagen, Sonnenschein ist gut und Regen ist schlecht. Achte und beurteile du und vor allem nimm wahr, wie du beurteilst. Okay, jetzt ist natürlich ja, mit dem richte es gerade. Wenn du in eine Richtung schaust, hast du immer die Kehrseite nicht im Blickfeld. Du hast eine Richtung, dazu gehört eine Kehrseite. Max, das hat schon mit den zwei Seiten der Ebenen zu tun. Ja, und hier Knoten, ne? Und die richte, jetzt pass auf, wichtig ist, schaue ich jetzt in irgendeine Richtung oder richte ich das? Richten hat übrigens auch ein anderes Wort für richten. Ich gehe jetzt mal von der Richtung weg, heißt reparieren. Reparieren, ja. Parieren. Kriegst du das? Repari. Um mich herum ist etwas, was immer wieder in mich hineinfällt. Das ist das Reparieren. Das ist der Heilungsprozess. Das ist kein Richten, dass ich nicht in irgendeine Richtung schaue, sondern eigentlich immer mir Gedanken mache. Ich richte mich jetzt nur in dieses Zentrum, in dem sich alles befindet. Merkst du, wie viel ich da erzählen kann? Ja. Und jetzt machen wir, sind bei dem Fluss, jetzt machen wir mal das U dazu. Das ist jetzt FL. US. Wir können natürlich hier verschiedenste U's setzen für das S. Du weißt, das ist auch ein S und das ist auch ein S. Mhm. Das müssten wir jetzt alles durchspielen, aber wir bleiben mal in den einfachen. Siehst du, jetzt hast etwas Ebenen, nivellieren und da ist jetzt auch, das ist das hebräische Wort für Plus. Mhm. Wir schauen mal wieder Maschinenübersetzung, was sie hier rauszieht. Siehst du, Google übersetzt jetzt Plus. Die Schwierigkeit ist halt bei einem Begriff, dass wenn hier eine riesen Palette an Worten aufgeführt wird, dass Google immer nur einen einzigen zur Anschauung bringt und in der hebräischen Bibelübersetzung auch immer bloß ein Wort eingesetzt wird. Ja. Das ist jetzt das Pluszeichen. Es verbindet sich alles in dem Kreuz in der Mitte, wo die Patrone hinfliegt. Ja. Im Fadenkreuz. Und das hast du, wenn du dich absolut nivelliert hast. Ich sage, wenn du auf der Spitze Echert, die männliche Eins, wenn du die Spitze der männlichen Eins bist, dann darfst du dich nicht nach vorne beugen. Das heißt, wenn du jetzt unbewusst an die Zukunft denkst und du weißt, dass das jetzt nur ist, weil du es jetzt denkst, fliegst du runter. Ja. Wenn du ständig in der Vergangenheit hängst und dich nach hinten beugst, fliegst du runter. Wenn du nur rechtsorientiert oder linksorientiert bist, politisch oder in irgendeiner Art und Weise, fliegst du runter. Du verlässt diesen Pluspunkt in der Mitte. Dann bist du nicht mehr im Zentrum des Kreuzes wieder, wo die Patrone Bader, BDR, wo die Patrone dein Vater sitzt. Ja. Und du merkst jetzt hier, wie tief das geht. Ich habe jetzt nur den Fluss. Ja. Wir sind hier, unsere Ausgangsbasis ist unser IER. Mhm. Okay, das war jetzt nur der Fluss. Ich habe jetzt, du merkst, ich komme, sobald ich das wieder hebraisiere, kommst du aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Mhm. Das heißt jetzt, er leuchtet, er lässt scheinen. Er leuchtet, der im Zentrum leuchtet. Das ist die Lampe im Projektor. Ich sage immer, die Lampe in dem Zentrum unseres Spiegeltunnels. Mhm. Er wird hell, heller, er wird erleuchtet. Das passiert, erleuchtet, was du bloß durch Holofeeling, nicht durch irgendeine andere Religion. Führen dich alle nur in einzelne Sackgassen rein. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, Holofeeling ist besser wie die anderen Religionen. Holofeeling. Aber da fehlt immer was. Bitte? Da fehlt ja immer was. Das Summa Summarum, es sind Puzzle, Puzzlestückchen von Holofeeling. Holofeeling ist allumfassend. Und auch immer jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein winziges, mikroskopisches Puzzlestück von einem unendlichen, makroskopischen, heiligen Ganzen. Ja. Okay, jetzt pass auf. Wir haben jetzt können wir natürlich den Strom noch mit anschauen. Auch die Kanäle. Schauen wir, was da steht. Schauen wir mal die Kanäle an. Machen wir wieder konsonante Radix-Test. KN wissen wir, KEN. KEN, ja, ist die Basis, ne? Das ist die Basis, das Fundament, da haben wir jetzt schon den Sis. Ah ja. Bus, Sis, das ist die Schwalbe, da habe ich viel drüber erzählt. Das ist das Gestell, die Grundlage, die Stellung, der Ständer. Wir sind in dem Zentrum. Das, was ich dir gerade erklärt habe. Das ist im Pyramidenwert der Geburtsgeber. Da will ich jetzt gar nicht so auch reinschauen. Wichtig, aufrichtig ist die Transversale. Ja. Das ist das Anoki, das Aufgerichtete. Das Lot, ja. Das ist wiederum eben... Wie ein raumzeitliches Kreisen ebenso. Mhm. Das ist immer das Rechtschaffen, bla 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 bla. Schau, das Ganze haben wir natürlich ein anderes Wort an unser Fundament, F unter, tausendfach erzählt, eine Facette hier unten. Das ist die geistige Ehe, Existenz, Gen und diese Facette, lateinisch eine Welle, unter, aufgespannte Existenz ist geöffnete Schöpfung, beziehungsweise geöffnetes Wissen. Und Mens,
Mend heißt Urdan, gestalten ja. Existenzen, die sich spiegeln. Mendio heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Aber das kann man nicht oft genug sagen. Ja. So, und jetzt pass auf. Ja. Wir haben ja jetzt nur das Ken von den Kan, von den Kanälen. Und dann kommt hier, ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück. Und jetzt kommt ALH. Und jetzt machst du ALH. Und das ist jetzt letztendlich deine Beschwörung oder dein Fluch. Aha. Was du beschwörst, was du aufrichtest, das ist jetzt diese Facetten und Fluch kommen jetzt, wenn wir machen, Luch, das sind Facetten, die dich lebendig werden lassen. Mhm. Luch. Ja. Das ist jetzt nur unsere ganz große Mal, ich habe jetzt das nur wieder unter Rück übersetzt, nenne ich das. Ja. Dass die Armeen scheinen lassen. Jetzt haben wir natürlich noch eine andere Möglichkeit. Wir können das ja auch hier mit den Aleph mit der 70 schreiben. Udo, ist das denn jetzt eine Regel, die man da befolgen muss, oder ist man da auch kreativ? Also wie eine Regel? Es geht nur um Kreativität. Es ist die Möglichkeit, was kannst du aus einem Moment herauslesen? Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Riesenkomplex. Aber es muss nicht nach so und so gemacht werden, sondern ich kann das auch... Nein, im Gegenteil. Pass auf, die Grundlage. Wenn wir hier reingehen, ich mache ganz kurz, lass mal, ich gehe kurz drauf ein, ich mache jetzt dieses... Mit 70, ich sage immer wieder, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du dieses System unschau mal, und da gibt es noch mehr, wie dastehen, nochmal, dieses 300 zum Beispiel, wenn du jetzt rein die Zahl 300 hast, dann sind im Hintergrund diese Buchstaben. Schön, ja. Das SCH, das S und das Doppel S. Ja. Okay? Ja. Das, was man dann auch Sinn nennt, da musst du auch bei dem Wort Sinn auch an die 300 denken. Du hast aber das S ist zum Beispiel auch ein 7. Ja, genau. Das ist das Sain oder Zain. Dann haben wir natürlich, ich mache dann meistens die 60, weil das, die 60 ist nur S. Nur S, genau. Ja. Aber du kannst das S auch als ein 7 setzen und du kannst es auch als ein Shin setzen. Du kannst übrigens das S auch als eine 400 setzen. Ja. Das ist jetzt übrigens nicht willkürlich, das ist ganz normale hebräische Grammatik. Das ist ein Saf. Das ist nämlich ein doppelter Buchstabe. Ja, und ja. Den musst du nicht wissen, weil das ist wie wenn ich die jetzt programmieren. Die Architektur von einem Prozessor, wir denken uns jetzt Ingenieure aus, die bei Intel arbeiten und die Prozessoren entwickeln. Was meinst du, was da für ein Komplex am besten im Hintergrund ist, die wir uns jetzt in diese Köpfe reindenken, die wir uns ausdenken? Ja. Das ist so eine Vereinfachung. Die Wirklichkeit, die du erlebst, ist ein Computerprogramm und das Grundprinzip ist genauso, wie dein Computer funktioniert. Jetzt ein Hochleistungscomputer, ein Quantencomputer. Ja. Geh noch einen Schritt weiter. Und noch um einiges komplexer, aber das Grundprinzip bleibt sich gleich. Holofeeling entzieht sich deinem Wissen unendlich. Darum sage ich immer wieder, das Wissen, auf das ich zurückgreife, und ich meine ich jetzt nicht den Gedanken oder den du dir ausdenkst, und dann doch wieder irgendwie. Mhm. Es gibt viele, das Spiel ist, dass du kreativ wirst, und kreativ kannst du nur werden, wenn du inspiriert wirst. Das heißt, du musst deine innere Quelle anzapfen. Ich bin in dir und du bist in mir. Mhm. Und jetzt ist es, dass ich sage, du darfst keine bestehende Regel, die du zurzeit als Regel ansiehst, darfst du brechen. Mhm. Wir erweitern. Das ist die Sache, das H, der Buchstabe, wird zu einem Wort. Mhm. Ich kann jetzt hier sagen, du arbeitest nur mit dem Buchstaben F. Ich nehme mal diesmal den Buchstaben F. Mhm. Und der steht symbolisch für ein Computerprogramm, wo du deine jetzige Welt entwirfst. Ja, mehr ist das nicht. Ja. Okay, das ist nur dieses F. Ja. Beinhaltet alles Wissen deiner Menschheit, die alle Menschen, die jemals waren, die du dir jetzt ausdenkst, weil dir muss klar sein, sobald du an den Menschen denkst, ich mach das einmal weg. Ja. Kleinen Moment. Jetzt müsstest du es wieder haben. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, entstehen hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du sie denkst. Ja. Es ist immer wieder dasselbe Spiel. Ja. Es ist diese Kleinigkeit, wenn du nicht verstehen willst. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, was ich dir, bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, gesagt habe. Jetzt, Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Ich denke mir jetzt unseren Klaus aus. Der macht seit fast 20 Jahren mit der Nadja, wo die das erste Mal in Almena war. Die Nadja ein bisschen eher, wie der Klaus ist dann später dazugekommen. Und es sind ganz einfache Sätze, die ich vor 25 Jahren, vor 30 Jahren schon erklärt habe. Mhm. Und jetzt, nach 20 Jahren intensiven Studium von Holofeeling, fangen die an, diese Sätze zu verstehen. Zu sagen, ja, es ist so. Mhm. Und ich sage jetzt, pass auf, wieso maßt du dir an, dass wenn du dir jetzt welche ausdenkst, normal gedacht, und die hören das erste Mal,
Wieso meinst du, dass die das auf Anhieb verstehen? Ich mache mal so einen, einfachen Satz. Mhm. In dem Moment, wo du was denkst, entsteht eine Information in deinem Kopf. Mhm. Egal an was du denkst. Das heißt, du erschaffst in dir eine Information durch Denken. Das ist ein ganz einfacher Satz, der ist hundertprozentig sicher, weil du kannst ja letztendlich nur deine eigenen Informationen anschauen. Ja. Und wenn du das nicht mehr denkst, löst sich das wieder auf. Mhm. So, jetzt erklär das an den normalen Menschen und dann hört er dasselbe wie du. Ist dir bewusst, und jetzt kommt das Bewusstsein ins Spiel, was ich dir eigentlich mitteile. Das ist kein religiöses Geschwätz. Du, Geist, siehst letztendlich nur deine von dir selbst erschaffenen Gedanken. Ich bleibe jetzt nur im Bereich des Denkens. Mhm. Du wirst irgendwann einmal erkennen, das gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information. Mhm. Das heißt, ein Denker ist in gewissem Maß ein Gott für das, was er denkt. Der mhm. Schöpfer für das, was er denkt. Und aus was schöpft er seine Gedanken heraus? Ich sage, ich bleibe ganz bewusst jetzt nur in dem Bereich deiner gedachten Information, in deiner feinstofflichen, nenne ich das. Aus sich selbst, aus dem Intellekt, genau. Den er zum Denken benutzt. Kommt nichts von außen. Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist das intellektuelle Wissen, das ist dein Schwamminhalt, das ist das Programm in deinem Arbeitsspeicher. Ich bin immer in der Computermetapher. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Mhm. Der Wahn beginnt, wenn du das erste und das zweite Gebot brichst. Ja, ich soll wechseln. Du wirst leiden. Ich sage immer wieder, du wirst immer wieder leiden, wenn du das vergisst. Mhm. Du wirst jetzt von einem Menschen, den du dir ausdenkst, der eh bloß ein Gedanke ist, der wird es nie verstehen. Ich betone immer wieder drauf, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du hast jetzt mehr oder weniger den Joystick in der Hand. Du bist der Protagonist, die Rolle, die du spielst, wenn du jetzt an dich denkst. Und wenn du jetzt an dich denkst, heißt es nicht, dass du unbedingt an die Irene denkst. Nee. Das hängt jetzt davon, wer denkt sich jetzt das Selbstgespräch aus? Bist du die Irene? Ich rede mit dem Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Es ist möglich, von mir, dass du das als Irene empfindest. Aber es kann auch sein, dass du wer ganz wer anders bist. Ja. Und dann muss dir klar sein, dass du jetzt komplett andere Informationen anschaust, wie eine von dir gedachte Irene, weil die Irene ist jetzt bloß ein Gedanke von dir, wenn du ein anderer bist. Aber der Witz ist, egal wer du zu sein glaubst, es ist immer derselbe Geist. Der ist nur ein allereinziger Geist. Und was du erlebst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das macht dich zu einer KI, zu einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Und dann wirst du definitiv immer, wenn du an dich denkst, körperlich, sinnlich wahrgenommen, an deinen Körper jetzt. Das ist ein Avatar, das ist der Protagonist. Nochmal, das heißt Hauptrolle. Mhm. Und Regisseur. Ja, genau. Jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt ist Endzeit. Und ich sage, ich mache dir jetzt nicht Angst, du bist dafür verantwortlich. Willst du den totalen Krieg, dann kriegst du den von mir. Du kriegst sogar einen Atomkrieg von mir. Ja, ja, wenn ich mich auch so einfach. Da hat ein Putin keinen Einfluss mehr drauf und keine Politiker einen Einfluss drauf. Du hast einen Einfluss drauf, weil du der träumende Geist bist. Figuren in einem Traum haben keinen Einfluss drauf, wie sie geträumt werden. Das heißt, welchen Fehler, welche Sackgasse du reinrennst, kriegst du, ich mache dir keine Angst, dir wird nichts passieren, du bist ein träumender Geist, du wirst es vollkommen real erleben und jetzt ist wichtig, alle Freunde und Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, sind nur Antagonisten in deinem Traum, die werden in dieser Traumwelt von dir mit in Erscheinung treten, die bleiben dann da. Das heißt, wenn du jetzt das schaffst, ich sag mal, du bist die Irene, dass du dich falsch verhältst und dann bricht jetzt ein Krieg aus, wo du meinst, du hast damit nichts zu tun. Dann wird auch hier Klaus, Nadja, deine Nachbarn, der Udo, egal was, wenn die sind, die werden den Krieg von dir ausgehend sehen, miterleben, aber den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Alle um dich herum, die Antagonisten, sind nur Statisten. Wenn du jetzt richtig, sind nur Spiegelungen von dir selber, wie auch immer. Wenn du jetzt anders bist, löst sich das in Luft auf. Und ich sage mal, es wird der Himmelreich auf Erden. Dann wird aber zwangsläufig in deinem Traum auch immer noch ein Nadja Klaus als deine Nachbarn momentan aktuell, der Udo und wer auch immer du dir ausdenkst, werden dann auch immer die Welt erleben, die du träumst, ohne die zu erleben. Das sind die zwei Seiten. Weil den Traum ja nur der Geist... Ja, abgerissen. Den Traum ja nur der Geist erlebt, der träumt. Mhm. Das ist das Spiel. Das ist... Ja. Im ersten Moment klingt es so wirr. Und ich verspreche, wenn das einmal... Ja, ist so alleine damit, ne? Ja.
wenn das einmal wirklich installiert ist, dieses neue Programm, ist es das Normalste der Welt. Weil es sollte doch klar sein, dass du letztendlich immer im Meer nur deine eigenen Informationen zu sehen bekommst und die bestehen zu 99% aus Interpretationen von irgendwelchen Reizauslösern. Ja. Das ist dieses Cut. Mhm. Du brichst ständig das erste und das zweite Gebot. Erstes Gebot brechen heißt, du verwechselst dich mit einem Gedanken von mir, das heißt, du denkst jetzt an deinen aktuellen Körper und du sagst, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Mhm. Das ist 200 Gramm rote Gnede, ja, der träumende Geist, die Energie in der Einstein-Formel, die jetzt eine Information aufbaut und sagt, diese Information bin ich. Und dann denkt diese Gnede, gibt sich andere Formen und sagt, die anderen Formen bin ich nicht. Da ist kein Unterschied. Die Information ist eine Information und da ist einer, der sich das anschaut. Und die Informationen verändern sich ständig, von Augenblick, von Moment zu Moment. Genau, deswegen ist natürlich der, das zu bewerten. Der das anschaut, ist immer dasselbe Ich. Ja. Aber dieses Ich, das schaut, ist nicht irgendein Gedanke. Die große Frage, wenn du das jetzt langsam zu verstehen beginnst, meinst du, dass irgendjemand in deinem Raum, selbst wenn jetzt im Hintergrund dieser eigene Geistesform ist, dass der das sofort das erste Mal versteht? Wieso verlangst du von dem etwas, wo du fast ein Vierteljahrhundert gebraucht hast? Obwohl es, wenn es dann verstanden ist, man sich gar nicht mal vorstellen kann, dass man sich so lange, was ist da in mir drin, dass ich will, diese hundertprozentig sichere Tatsache als richtig anzusehen. Ja, das ist wie mit Fahrradfahren, ne? Du musst aufhören, irgendwelche Schutzzuweisungen zu machen. Mhm. Hör endlich auf, irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, die in dem Moment entstehen, wo du sie denkst, vorzuwerfen, dass sie so sind in dir als Gedanke, wie du sie jetzt denkst. Ich bleibe nur im Bereich des Denkens. Ich betone immer wieder, das gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Menschen, die Menschen auf der Feuerbrille. Die werden genauso von dir ausgedacht und geträumt, aus dir heraus. Bringt mir immer selber eine Ohrfeige. Das heißt, die du dir ausdenkst, ich mache immer absichtlich diese Deppen, mache ich ganz bewusst, können nichts dafür, dass du sie so denkst. Die sind ja nicht mächtig. Die volle Demonstration von Geistlosigkeit, das gilt für alle Figuren in deinem Traum. Und der Witz ist, wer ist dann schuld? Ja, ich. Die Bürger, die sich die gewählt haben, noch eine größere Demonstration von Geistlosigkeit. Das sind doch bloß Zombies, die auf die Straße rennen oder gegen dieses und jenes demonstrieren. Jetzt zum Beispiel gegen den Krieg, wenn du die Bilder anschaust. Hunderttausende sehe ich hier ein Bild auf meinem Bildschirm in Berlin, die gegen den Krieg demonstrieren. Immer der böse Putin. Der ist weder böse noch gut, er ist einfach ein Gedanke. Die Frage ist zuerst einmal, kann ein Gedanke, den du denkst, überhaupt gut und böse sein? Er ist einfach nur. Das gilt für jede Art von Information, gleichgültig, ob die jetzt bewusst von dir gedacht wird, ob du unbewusst dir das denkst und reagierst, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Sie existiert, es ist einfach eine Art von Existenz, eine Information, die du zu sehen bekommst. Da steckt die Ehe schon drin. Ja. Alles, was du nicht willst, jeder Gedanke, den du nicht willst, reißt du dich selbst in Stücke. Ja, und da kommt er immer wieder. Und dann hast du vergessen, was das heilige Ganze ist. Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der mächtiger ist wie du. Tausende Mal erwähne ich das. Nicht einmal ein Gott, den du dir ausdenkst. Er ist ein Geschöpf von dir. Und du sagst dann, du bestimmst, ob es ein guter Gott ist, ein böser Gott ist. Wie kann Gott das zulassen? Diese Aussagen, wenn sie gläubige Menschen sind, dann schauen sie in den Himmel hoch und beten ihren Gott an. Ja, und jetzt muss die Friedensfarbe wieder herhalten. Warum machen die das? Die machen das dann, wenn du dir das denkst, dass die das machen. Wenn, was ist mit denen, wenn du die nicht denkst? Was ist mit Gott, wenn du ihn nicht denkst? Was ist mit dem Krieg? Was ist jetzt mit der Ukraine, wenn du es nicht denkst? Dann ist es ein nicht gedachter Gedanke. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, außer es ist nicht sicher, wenn du das zweite Gebot brichst. Wenn du das erste Gebot hältst, ist es hundertprozentig sicher, was ich dir jetzt sage. Das ist kein religiöses Geschwätz. Ich sage immer wieder, du wirst merken, das Geschwätz ist das, was dir deine Physiker und Chemiker erzählen. Wobei ich immer, unser kleiner Esther hat sich jetzt gerührt bei mir, Esther, in der ich mich versteckt habe, weil die jetzt sich anfängt, für Physik zu interessieren. Ja. Mhm. Und ich sage dann immer wieder, Esther, sagst du mal, alles, was in diesen Büchern drin steht, stimmt. Die ganzen Formeln in den Physikbüchern, die Bilder in den Chemiebüchern, unser H2O, unser Kohlenstoff, egal wie das dargestellt wird. Symbolisch gesehen stimmt das alles. Was absolut überhaupt nicht stimmt, ist, die Lehrer bzw. Professoren, die dir jetzt
in der Schule oder an der Uni erklären, was diese Zeichen bedeuten und wo die herkommen und wie das zusammenhängt. Die dieses hat, geistlos ja. nachgeäffte Schwätz von geistlos nachäffenden Affen hast du vergessen. Es ist übrigens nichts verkehrt gelaufen, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Und wenn ich das sage, würde das jetzt, wenn ich das als Affe zu dir sage, würde das unendlich arrogant klingen. Ist auch vollkommen richtig, auch die Seite sehe ich. Ich sage aber das jetzt nicht als irgendein Affe zu dir, der was nachäfft, weil Holofeeling ist vollkommen neu. Es gibt Holofeeling nicht vor Holofeeling in deiner Welt. Bitte, was nochmal? Es gibt kein Holofeeling vor Holofeeling. Und alle anderen Lehren sind Auszüge von Holofeeling. Es sind Puzzlestückchen. Es gibt prinzipiell kein Vorher. Was existiert, kann immer nur hier und jetzt existieren und es existiert hier und jetzt in deinem roten Kopf. Da muss man wissen, was dieses B-Roshit bedeutet. Ja. Und das ist die Botschaft ist immer, dass ich hier das ganze Spiel beginne mit Ich bin du. Und mit du meine ich nicht den Affen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern den Geist, der uns jetzt ausdenkt. Und der muss jetzt nicht unbedingt, wenn er an sich denkt, an die Irene oder an den Udo denken. Nö. Solche Namen sind austauschbar. Kannst du mit den Informationen was anfangen? Es sind jetzt deine Informationen. Die Irene genauso wie der Udo. Und auch sind dich wahrgenommen, du selbst, wenn du an dich denkst. Und all die Dinge existieren immer jetzt. Sie sind einfach Sinn, Sinus. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Was existiert, existiert jetzt. Sinus kommt auch in Minus vor, ne? Spiel, da haben wir rückwärts gelesen, haben wir dann das Nis. Ja. Aber jetzt geht das Spiel schon wieder mit den Spiegelungen los. Das ist eine Matrix, das muss dich ja wirklich nicht interessieren. Das Einzige, was jetzt wie ich tick, wenn ich immer mache, das ist der Mittelpunkt. Ja, genau. Du bist im Zentrum und du denkst die Sachen um dich herum. Das ist wirklich, das darfst du nicht vergessen. Darum sage ich, sag alle 2 Minuten Cut, was ist jetzt für Information da? Fetzen Papier, ein Monitor? Ja. Schau, was auf der VR-Brille drauf ist. Sinnlich wahrgenommene Information. Mehr ist nicht. Und jetzt verstreust du das und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Und solange du glaubst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun, wirst du Probleme haben. Probleme, Vorgelegtes bekommen und immer wieder andere sind schuld. Wer hat Schuld? Wer hat es gemacht? Ich. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wer sollte denn sonst an deinen Gedanken schuld sein? Ja. Das darfst du jetzt selber entscheiden oder nicht entscheiden. Du kannst dich weiter als trocken lassen auf dem Sinn, der ums Überleben kämpft, oder du kannst dich einfach mal hingeben und wirklich ein Gottvertrauen kriegen. Gottvertrauen heißt ein Vertrauen kriegen zu deinem eigenen höheren Selbst. Habe ich wohl gemerkt in letzter Zeit. Das sind Selbstgespräche. Und dann beim Wunder passieren über Wunder. Ich kann dir nur sagen, ich scheiß dich so extrem mit Wunder zu, bloß in unseren Chat, wenn du ein bisschen mitdenkst. Ich habe jetzt Jesus-Sprüche reingestellt. Ja. Und die muss jetzt eins klar sein, jetzt bitte ganz, ganz genau zuhören. Ich erkläre das jetzt einmal zuerst gezielt. Den Geist, der sich alles ausdenkt. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, du wärst die Irene. Okay? Namen sind jetzt austauschbar. Dann muss dir klar sein, dass die Irene, der Udo und Jesus Christus Geschwister sind. Ja. Die haben denselben Vater. Ja. Wieso? Der Vater ist der, der die erschafft, als Affen. Das bist jetzt du, weil du uns jetzt ausdenkst. Du hast aufgrund des Namens Udo, Irene und Jesus Christus die 3 Personen, 3 Affen ausgedacht. Hier und jetzt. Was passiert, ist eh immer hier und jetzt. Ja. Du hast jetzt mehr oder weniger in dem Moment, wo du an Jesus, an Irene und an den Udo denkst. Hast du 3, ich nenne mal, ich benutze das Wort Menschen, Menschenaffen ausgedacht. Ja. Die hast du hier und jetzt in dir selbst geschaffen durch dein Denken. Ja. Also sind es doch Geschwister. Ja, genau. Sind Kinder von dir. Ja, deswegen spricht er von dir. Das ist das, was du an die Menschheit denkst. Ja. Das gilt auch für alles. Das gilt nicht nur für die Lebewesen, an die du denkst. Ja, da schaffst du auch Ameisen und Vögel und Kühe und Pferde. Ja. Dann bist du ja der Vater, schöpferisch gesehen, für alles an Lebewesen, was du dir ausdenkst. Aber schaffst du nicht genauso zum Beispiel Planeten und Sonnen? Die erschaffst du doch auch, wenn du sie denkst. Du erschaffst die, du denken. Du schöpfst die aus dir heraus, aus was genau genommen?
aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und jetzt kommt ein großes Problem, dass du Gedanken einleitest in richtig und verkehrt, in stimmt und stimmt nicht, in gut und in böse. Genau. Wahnsinn. Das ist die Polarität, ja. Brauchen wir für unsere Geschichten. Sag ich immer wieder, es gibt keine lebendige Geschichte, es gibt keine Welle ohne diese zwei Seiten. Du musst nur begreifen, dass die nicht chronologisch nacheinander kommen, weil was da ist, ist immer gleichzeitig da. Genau. Das wird tausendfach erklärt, es wird nicht besser, wenn ich es nochmal tausendmal erkläre. Nee, das ist zusammennehmen. Ne? Immer wieder anhören in einer Endlosschleife, solange bis du es verstanden hast. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Genau. Ich stelle das einmal in unseren Chat rein. Okay. Vielleicht interessiert sein, muss aber kein Update nicht sein. Weil es ist auf tausenden Selbstgesprächen drauf. Ja. Es ist auf tausenden von Selbstgesprächen drauf. Genau. Und immer dran denken, du hast jetzt das komplett in der Hand, kein anderer. Am besten, du hältst dich aus dem System raus und belächelst das Ganze. Cut. Ja. Das ist der große Schlüssel. Ja. Auf das Wort Cut können wir extra mal eingehen. Dann machen wir ein riesen Selbstgespräch und dann wirst du dich wundern, was diese drei Buchstaben beinhalten. Ja, so langsam ahne ich was, ja. Es ist im wahrsten Sinne ein Fass ohne Boden und wenn du in dieses Fass, wenn du das zu fassen bekommst oder in das Fass hineinfällst, das ist bei vielen jedes Einzelteil, wenn ich jetzt mit dir Worte, ganz normale Alltagsworte, wo dir noch gar nicht aufgefallen ist, dass du so große Augen kriegst, wenn du die Grundlage der Vatersprache verstanden hast, weil das wirklich hier ein Matrix-Programm ist. Okay, Kleines, lassen wir es gut sein. Okay. Wie sagt der Udo immer wieder so schön am Schluss, wir sagen jetzt hier, Bitch.